Graffiti sind aus Hamburgs Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Doch abseits der Straßen finden sie sich bislang nur an wenigen Orten. Die OZM Artspace Gallery im Schanzenviertel bietet ihnen seit 10 Jahren eine neue Heimstätte. Am Anfang hatte sie den Charme einer Tiefgarage. Jetzt ist sie ein wichtiger Treffpunkt der Street Art und Graffiti-Szene und über Hamburg hinaus bekannt. Okay. Galerist Alex Heimkind arbeitet seit vielen Jahren mit internationalen Graffiti-Größen wie Darko FBI oder Lumit zusammen. Auch der verunglückte Hamburger Sprayer Oz hat im OZM ausgestellt. Und das aus gutem Grund. Das Besondere hier ist, dass es wirklich eine alte Fabrik ist, wo wertschöpfend gearbeitet wird. Also vor Ort können die Künstler in Inspiration auch der anderen Künstler, die hier ausgestellt haben, dann ihre Werke erschaffen. Man kann jetzt hier sehen, in dieser Ausstellung hat halt Darko FBI aus Paris den kompletten Raum angemalt innerhalb von 2 Wochen. Und er hat wirklich an allen Orten in der Galerie gleichzeitig gemalt. Ich habe sehr lange in der Straße und auf der Line gemalt, auf der Warnlinie. Und habe dann auch quer über Türen, Fenster, irgendwelche Löcher in den Wänden und so gemalt. Und so sollte es dann auch sein. Darko FBI ist ein Graffiti-Künstler der ersten Stunde. Vor 35 Jahren hat er die abstrakte Kunstform nach Europa gebracht. Mit seiner Ausstellung Niveau Supérieur blickt die OZM-Galerie ein letztes Mal auf ihren Ursprung zurück. Denn das Haus in der Bartelsstraße 65 wird abgerissen, soll Platz für schicke Wohnungen machen. Ein herber Verlust für die Streetart-Szene. Für Streetart ist es insgesamt kompliziert, den Weg ins Museum zu finden, da die Streetart ja davon lebt, dass sie auf Wänden oder Bahnwaggons oder eben an Orten sich zeigt, die im öffentlichen Raum irgendwie sind, die der Stadt gehören oder jemand anderem gehören, aber auf jeden Fall nicht dem Künstler. Indem also in dieser Galerie die Wände auch immer mit einbezogen wurden, war diese Kunst plötzlich dort ausstellbar. Aber auch Leinwände werden hier ausgestellt. Für manche eine Möglichkeit, die eigenen Kunstwerke zu erhalten, in den musealen Raum zu bringen und zu vermarkten. Den Hamburger Sprayer Oz haben sie vor einer weiteren Haftstrafe bewahrt. Mit seinen Ausstellungen im OZM konnte er seine Prozesskosten zahlen. Für den hat, glaube ich, Alex Heimkind am meisten getan mit seiner Galerie, dem einen Raum geboten, in dem er arbeiten konnte. Er hat ihn einen ganzen Raum gestalten lassen, die Krebszelle GmbH. Das ist eigentlich ein, ich glaube, auch das wichtigste Gesamtkunstwerk, das sich in einer Art musealem Raum befindet. Den Wert dieses Kunstwerks hat auch die Band Deichkind erkannt. Und der Krebsboxzellen GmbH in ihrem Video zu So ne Musik ein Denkmal gesetzt. Dann bist du ausgelockt von den Freaks und dem Smog. Ob Chili Cheese Pop oder heftigster Mosch. Erschaff deine Welt, darin fühlst du dich safe. Der Galerie hat die mediale Aufmerksamkeit leider nicht geholfen. Alex hat selbst lange versucht, das Haus zu erhalten. Mit dem Projekt Up the Wall wollte er es im Stadtbild verankern. Mit Up the Wall haben wir einen Katalog erstellt, haben ein Gerüst vor das Haus gestellt, so, wo auch ein Transparent dran war, was darauf stand, vom Mitten im Wald ein Spruch so, wash your dirty money with my art. Metaphorisch war es gemeint, dass man mit dem Kauf eines Bildes den Künstler dafür ausgesucht hat, draußen an die Wand zu malen. Dummerweise kam nie jemand vorbei mit einem Geldkoffer und dummerweise hat eigentlich auch nie jemand ganz bewusst für Up the Wall Geld investiert so, und hat halt gesagt, ach, wir wollen dieses Projekt unterstützen, wir kaufen ein Werk aus diesem Katalog, so, weil wir möchten gerne, dass es sowas weitergibt. Ein gescheitertes Projekt mit Konsequenzen, auch für Künstler Alexei. Er hat regelmäßig in der Galerie ausgestellt. Für ihn hinterlässt der Abriss eine Lücke in Hamburgs Kulturlandschaft. Das ist die Sache, das verliert man natürlich so Medienpunkt zwischen so mir als Künstler und Gesellschaft. Aber dann geht man vielleicht mehr auf die Straße und dann vielleicht statt wir dann gestumpft und so, oh, lieber die Künstler da ausstellen und machen so in Räumen so offiziell und dann ist es viel besser für uns, wenn das wäre viel weiter gedacht. Vielleicht so als Stadt. Aber nö, geht ihr wieder auf die Straße, macht ihr eure Dreck und wir kommen und bestrafen euch.
Steuerkasse auch clean, so, und zur Polizei haben wir genug, so. Man muss sich überlegen, so, wenn hier in der Bartelstraße dieses Gebäude nicht mehr statt, also nicht mehr steht, dann laufen auch hier keine Künstler mehr lang. Du wirst halt nur noch diese 9-to-5-People haben und später wohnen hier Leute, die genau wegen solchen Leuten hier mal hergezogen sind, so, aber genau diese Leute wird es hier nicht mehr geben. Für Alex selbst ist die Schließung kein Problem. Dass ich hier dann nicht mehr bin mit der Galerie und die Künstler nicht mehr, also damit geht es mir eigentlich ziemlich gut, weil wir haben ja versucht, dieses Haus zu erhalten. Und es fällt dann auch wirklich eine große Last von einem ab, so, weil schließlich, ne, steht jetzt nicht mehr es an, dieses Haus sozusagen Millionen von Euro aufzutreiben, um dann halt aber trotzdem in diesen Räumen mehr oder minder gefangen zu sein, sondern es öffnet halt tatsächlich eine Tür für was Neues. Alex wird auf jeden Fall weitermachen. Will eine größere Galerie eröffnen. Ob in Hamburg oder anderswo, wird sich noch zeigen.